Hier steht's drauf, das sind Fernsehübungen und da drin werden dann die Tore gespeichert, aufgezeichnet, gezeigt, wie auch immer, die Tore, die in Zukunft Mario Götze wieder machen soll für Borussia Dortmund. Es ist also wahr, der verlorene Sohn kehrt zurück zum BVB. Man hatte gar nicht mehr so richtig damit gerechnet, obwohl er ja diese Nummer mit dem FC Bayern ja nur aus Koketterei gemacht hat. Das war ja vollkommen klar, dass ein neuer Verein kommt. Aber dass es ausgerechnet Borussia Dortmund jetzt tatsächlich wird, das war so klar, auch während der Europameisterschaft nicht. Mario Götze, beim FC Bayern nie zurechtgekommen. Der Weltmeistertorschütze, der verlorene Sohn der Dortmunder, der in den letzten Jahren nie mehr seine Leistung gebracht hat. Auch Joachim Löw hat ja während der Spiele bei der Europameisterschaft auch immer den ein oder anderen Kommentar abgegeben, der nicht so positiv war in Richtung Mario Götze. Irgendwann hat er ihn aus der Mannschaft genommen, weil er gespürt hat, er bringt auch die Nationalmannschaft nicht weiter. Die Frage ist jetzt, bringt der Borussia Dortmund weiter? Er muss an sich arbeiten, sicherlich auch körperlich an sich arbeiten, wieder sein ideales Kampfgewicht haben. Auch da hatte ich das ein oder andere Mal den Eindruck in den letzten Jahren, dass er nicht zu 100.000% fit ist. Das braucht er, das braucht ein Götze und er braucht die Inspiration. Er braucht einen guten Trainer, der mit ihm arbeitet, der ihm Selbstvertrauen gibt. Und er braucht möglicherweise auch ein Umfeld, das er mag, wo er gedeihen kann. Schürrle kommt ja möglicherweise noch dazu. Die beiden sind toll befreundet. Wäre sicherlich ein solcher Schlüssel. Und Tuchel, der Dortmunder Coach, ein Taktikfuchs, einer, der Spieler auch besser machen kann, könnte auch ein Schlüssel für Mario Götze sein. Aber so einfach, wie sich das alle vorstellen, geht es aus meiner Sicht nicht. Wie gesagt, er muss die Fitness packen. Er muss wieder 100% top werden. Er muss hier oben in der Birne klar werden. Er muss sich auch klar werden darüber, dass er einer der besten Spieler Europas sein kann. Wenn all das zusammentrifft, dann wird Borussia Dortmund Freude an ihm haben. Aber Thomas Tuchel hat eine große, große Arbeit vor sich, diesen Götze so hinzukriegen, dass er die Borussia-Fans so glücklich macht wie einst, bevor er zum FC Bayern München gewechselt ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ich bin skeptisch, aber ich traue es ihm zu, Mario Götze. Und dann können diese Fernsehbilder aus diesen Ü-Wegen vielleicht auch wieder Jubelbilder sein von Mario Götze.